Wenn du dann so auf fremde Hilfe angewiesen bist, da ist für mich schon so eine Welt irgendwie zusammengebrochen. Es hat auch echt eine Weile gebraucht, bis ich da wieder irgendwie Selbstvertrauen dann wieder so weit gekommen bin, dass ich dann große, anspruchsvolle Touren dann immer wieder eingestiegen bin. Da merkt man dann so richtig, wie man selber einfach auch verwundbar ist. War aber vielleicht auch ganz heilsam. Das ist toi, alles gut ausgegangen, aber das Risikomanagement für später wird dann natürlich dann auch nochmal anders beeinflusst, ganz klar. Wenn man schon mal in so einer Situation war, wo man auf fremde Hilfe angewiesen war und aus dieser Situation lernen darf, dann ist das natürlich auch eine gute Sache. Ich kann mich da schon auch an Situationen erinnern, wo ich aus dem Hubschrauber ausgestiegen bin, um dem Patienten da zu helfen. Und dann, ja, es sind da Steinschlagsituationen oder das Gewitter zieht doch nicht so ab, wie man es vorher im Radarbild beobachtet hat. Und dann steht man mittendrin statt nur dabei. Das heißt also, ich habe da schon auch großen Respekt insgesamt nach wie vor, ganz klar. Aber sicher, man ist ja da in seiner Funktion als Notarzt, als Crew. Man versucht einfach für den Patienten das Maximum rauszuholen. Andererseits, man kommt nach wie vor auch in Situationen und denkt, puh, das haben wir jetzt aber knapp eingeschätzt. Da ist es im Prinzip ganz ähnlich wie mit der Anästhesie. Im Prinzip als Bergführer muss ich den ganzen Tag einfach irgendwie aufpassen, dass meinem Gast nichts passiert, also mir und meinem Gast im Prinzip. Und das ist ganz, ganz ähnlich zur Anästhesie. Im Prinzip sind da große Parallelen auch mit da. Und ich kann als Bergführer irgendwie den ganzen Tag irgendwie vorauslaufen und irgendwie keinen Ton reden. Oder ich kann den Gast irgendwie von Anfang an da irgendwie abholen und schauen, dass der einfach möglichst einen super Tag hatte. Herzlich willkommen. Mit der heutigen Folge ist für mich ein kleiner Thementraum in Erfüllung gegangen, denn ich wollte mich schon lange einmal mit einem Crewmitglied eines Rettungshelikopters unterhalten. Mein heutiger Gast ist Bergführer, Expeditions- und Notarzt, hat mehrere Expeditionen des DRV-Expertkaders begleitet und engagiert sich außerdem in der medizinischen Ausbildung, sowohl für Laien als auch im Rahmen der Deutschen Gesellschaft für Berg- und Höhenmedizin, kurz BEXMED. Wir sprechen über schwierige Einsätze, über die Frage, ob Verunfallte wirklich Retter in Gefahr bringen, über seine Arbeit auf Expeditionen und über den Umgang mit Perfektionismus und Erster Hilfe. Für diese Podcast-Folge wurden wir von einem Filmteam vom Bayerischen Rundfunk begleitet. Zu sehen gibt es die Reportage über meinen Gast ab Ende Februar im Rahmen der Sendung Bergmenschen. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal viel Freude bei meinem rein akustischen Gespräch mit Uli Steiner. Ich genieße gerade die Stille, weil wir heute nicht ganz ungestört hier unsere Aufnahme machen. Wir sind nämlich begleitet vom Bayerischen Rundfunk. Und jetzt sitzen wir hier. Ich bin im absoluten strömenden Regen losgefahren und sitze jetzt hier in der Sonne und sehe, wie die Wolken so über die Sonnenspitze und über die ganzen Berge hier drüber gleitet. Das ist einfach nur schön. Uli, wie geht's dir? Mir geht's jetzt auch ganz gut, jetzt wo es losgeht. Ich war ja auch ein bisschen nervös. Noch nie einen Podcast aufgezeichnet, dich vorher noch nie gesehen, mehrfach gehört. Weiß man nicht, was passiert. Ich bin gespannt. Ich glaube, es wird gut. Uli, was war zuerst? Medizin-Fable oder Berg-Fable? Ja, der Berg-Fable war schon viel früher. Mein Papa hat mich ganz früh schon mit ins Gebirge mitgenommen. Der war auch ein ganz begeisterter Bergsteiger und Skifahrer. Und die Medizin kam dann übers Studium, über den Zivildienst und dann im Studium dazu. Und später ist mir dann geglückt, beides zu verquicken miteinander. Aber ganz klar, am Anfang waren die Berge. Mhm. Und gab es irgendwann mal eine Phase, wo du irgendwas anderes ausprobiert hast oder wo du keine Lust mehr auf Berge hattest? Ist mir nie passiert. Ich war allerdings auch nie so hardcore 365 Tage im Gebirge. Ich bin in Puchheim bei München aufgewachsen. Da war einfach die geografische Nähe am Anfang auch nicht da zu den Bergen. Und bin dann mit meinen Eltern schon im Urlaub immer wieder ins Gebirge gekommen. Aber so, dass ich mich daran abgesättigt hätte, das ist nie passiert. Ich bin auch dankbar dafür, dass das nie passiert ist, weil ich nach wie vor wahnsinnig gerne in den Bergen bin. Wenn ich jetzt da rausschaue auf die Sonnenspitze, wo ich auch schon ganz viel habe sein dürfen, da von allen Zeiten unterwegs, da geht mir immer das Herz auf. Es hat jetzt irgendwie Neuschnee. Morgen bin ich wieder da draußen unterwegs. Zum Glück nicht abgesättigt, kann ich ganz klar sagen. Mhm. Gibt es bestimmte Touren, die dich besonders gereizt haben oder noch reizen? Ja, selbstverständlich. Da hat ja jeder seine Idole. Und klar hat man da wie so eine Art, auf Neudeutsch heißt das ja Bucketlist, wo man unbedingt machen möchte. Jetzt
mittlerweile bin ich irgendwie auch ein bisschen älter geworden, habe 2 Kinder, mit denen es jetzt gilt, irgendwie auch noch Touren zu unternehmen und auch ja, denen ihre Liste ein bisschen zu begleiten. Ich selber bin ganz, ganz glücklich, was bisher so gelaufen ist und betrachte alles, was jetzt an eigenen Touren, wo ich selber für mich noch verwirklichen kann mit Freunden, für alles dankbar, was kommt. Muss jetzt nicht mehr die Eiger Nordwand sein, von der habe ich irgendwie lange geträumt. Wenn es sich noch ergibt in meinem Leben, dann gerne, aber es ist nicht mehr, da bin ich nicht mehr so fanatisch, sondern mehr die Qualität und das Erlebnis gemeinsam mit Freunden. Das ist das Wichtige. Wenn du so zurückdenkst an deine wilde Zeit, in der du wahrscheinlich dich noch unsterblich gefühlt hast, hast du mir im Vorgespräch auch schon gesagt, wenn du so zurückdenkst, welche Touren sind so die Highlights für dich? Was kommt dir da so in den Sinn? Ich habe schon so ein paar Touren, die mir ganz besonders in Erinnerung geblieben sind, gerade auch Expeditionen, wo sehr spannend waren. Ich war lange Jahre, hatte ich das große Glück, als Arzt den Expeditionskader vom Deutschen Alpenverein begleiten zu dürfen. Da erinnere ich mich ganz spontan an eine Erstbegehung mit zurück, wo mich die jungen Wilden mitgenommen haben mit dem David Göttler. Da waren wir in Tibet am Melkirchan, knapp unter 6000 Meter. Und das war eine von 5 Expeditionen für mich, wo es dann auch geklappt hat, dass ich auf dem Gipfel als Doktor auch mit dabei war. Das war schon ein besonders schönes Erlebnis, ein Gipfel. Ich weiß nicht, wer die Goloritze von euch allen so kennt, einfach der Gipfel per se so klein, dass wir da gerade alle drauf sitzen konnten und in alle anderen Richtungen ist runtergegangen. Das Wetter war nicht ganz sicher, wir waren alle nicht besonders top akklimatisiert, waren alle ja, ziemlich angespannt und das Abseilen war noch nicht so klar, wie man da auch wieder runterkommt von dem Berg. Das war schon, also diese 2 Tage, wo wir da unterwegs waren, war schon ein ganz besonderes Erlebnis für mich. Der heutige Werbepartner ist Bergzeit mit dem Secondhand-Outdoor-Shop Reuse. Und zwar richtet der sich in diesem Monat speziell an Familien. Wer neue Sachen für die Kinder braucht und im Sinne der Umwelt oder auch im Sinne des Geldbeutels gebraucht kaufen möchte, könnt ihr mal bei Reuse vorbeischauen. Bergzeit hat sich nämlich das Ziel gesteckt, bis Mitte März das Kindersortiment verdoppelt zu haben. Waren von Trollkids und Reimer kommen gerade frisch dazu. Wenn sich gleichzeitig schon wieder die Sachen stapeln, aus denen eure Kinder rausgewachsen sind, könntet ihr alles einfach in eine Kiste stecken und dann Reuse schicken. Den entsprechenden Ankaufswert bekommt ihr dann ausgezahlt und mit dem Code OLIGUNDE10 wird dieser Ankaufswert sogar noch um 10% erhöht. Den Shop sowie die genaue Funktionsweise findet ihr auf re-use.bergzeit.de. Das klingt ein bisschen so, als wäre die Tour vor allem deswegen so in Erinnerung geblieben, weil es so viele Unwägbarkeiten hatte. Ja, Erstbegehung, ganz klar. Ich meine, ich war ja da damals auch schon Bergführer, aber jetzt nicht der Bergführer, sondern ich war da in der Rolle des Gastes eher mit dabei, muss man sagen, weil die jungen Teilnehmer und der David natürlich da klassenstärker waren wie ich. Und das war eine ganz neue Perspektive für mich. Aber insgesamt war es einfach, ja, Erstbegehung, dann auch spannendes Wetter, weit weg von der Infrastruktur. Da in Tibet war das ja vollkommen klar, hier darf eigentlich nichts passieren. Wir waren vollkommen auf uns selber angewiesen. Nichts mit Bergrettung, Telefon und von daher war es schon besonders spannend. Dann lag aber auch ein bisschen viel Last auf deinen Schultern, wenn es keine Hilfe von außen gab und du der einzige Mediziner im Team bist, der dann... Ja, das heißt schnell, als Expeditionsarzt ist es aber vollkommen wurscht, ob du auf der Anreise bist und es gibt einen Verkehrsunfall in Pakistan oder ob du jetzt da oben bist. Die Infrastruktur ist in diesen Ländern einfach ganz, ganz limitiert. Und von daher sicher am Berg unterwegs, ohne, ja, da war nichts mit Bohrhaken und Abseilketten, sondern da musste man einfach, einfach da irgendwie wieder runterkommen. Und das war alles insofern schon spannend. Aber als Expeditionsarzt, wenn du den Job übernimmst, dann bist du in diesen Ländern ohne Infrastruktur von jetzt auf gleich immer gefordert. Und wenn du damit nicht umgehen kannst, dann, ja, glaube ich, dann machst du es auch nicht, weil dann schläfst du nicht mehr ruhig. Hast du ruhig geschlafen? Ja, in der Biwaknacht habe ich nicht ruhig geschlafen, weil ich nicht wusste, was am nächsten Tag ist. Und wenn der Wecker früh klingelt, dann klar, die Anspannung ist da. War aber jetzt nicht aus dem medizinischen Ding raus, sondern eher so, was wird da morgen sein? Was erwartet uns? Kommen wir hoch? Einfach so eher mehr die Alpinistenanspannung wie die Arztanspannung. Aber hast du dir irgendwie, also es ist nicht so, dass du irgendwie dann Gedanken wälzt, ob du irgendwas noch hättest mitnehmen sollen oder ob du da jetzt gut vorbereitet wärst, wenn das und das passieren würde? Und also... Da bist du eh so limitiert in dem Gelände. Das heißt, da hat man einfach eine erweiterte erste Hilfe mit dabei, um möglichst helfen zu können. Da soll natürlich niemand verbluten, wenn er irgendwie eine stark spritzende Blutung hat. Sowas sollte man da stillen können. Man soll was gegen Schmerzen dabei haben, wenn jemand arge Schmerzen hat oder die Schulter luxiert hat, dass man ihm da gut helfen kann, auch schmerztechnisch. Aber viel mehr ist da oben auch nicht möglich. Man kann was schienen, man kann Wunden verbinden und ja, mit Medikamenten ein bisschen was tun. Aber im Endeffekt, wenn jemand lebensbedrohlich verletzt ist, sind die Möglichkeiten, die man hat, um da jemand zu helfen, sehr, sehr beschränkt.
Das ist interessant, aber wie ist es dann, wenn du jetzt siehst, dass jemand da schon riskant vorsteigt oder so, bist du da dann, hast du da volles Vertrauen in das Können von denen oder denkst du dir so papaartig so, oh Kind, jetzt komm, machen wir das anders? Ja, wir haben ja da auch einfach zu zweit diese Rolle gehabt. Ich meine, der David als Trainer natürlich, ganz klar, der schon, glaube ich, da den härteren Part hat, weil der im Prinzip so für die alpinistische, sag ich mal, Sicherheit, Outcome, da die Chefrolle spielt. Aber ich glaube, wir haben uns die Bälle da gegenseitig auch gut zugespielt und im Vorfeld den Teilnehmern schon nochmal ganz klar gemacht, dass natürlich ohne Risiko geht Bergsteigen nicht ab, aber dass wir in einer besonderen Umgebung unterwegs sind, wo von außen keine Hilfe kommen kann. Also so die Prävention und Vorbereitung von dem Ganzen, dass man sagt, einfach die Risiken möglichst nicht zu weit ausreizen, war schon die Aufgabe vom Trainer und von mir als Arzt, um den Teilnehmern zu sagen, hört mal, ich bin schon als Arzt mit dabei, aber wenn ihr jetzt irgendwie lebensbedrohlich verletzt seid, sind meine Möglichkeiten auch sehr, sehr begrenzt, um euch da das Leben zu retten. Hattest du irgendwann mal auf Expeditionen den Fall, dass du jemanden zurückpfeifen musstest, weil du das Risiko zu hoch eingeschätzt hast oder sowas in der Art? Na, die Situation hat sich nicht ergeben, zum Glück. Ich bin auch ganz dankbar dafür, weil gerade in diesem Leistungsalpinismus mit den jungen Wilden ist natürlich irgendwie auch ein großer Spagat da drin. Zum einen soll die Expedition erfolgreich laufen, zum anderen darf aber nichts passieren in der Außenwirkung. Aber da waren die Jungs eigentlich über die 3 Jahre Kaderzeit, die sie hatten, eigentlich schon ganz gut gebrieft insgesamt. Und es wollte jeder auch wieder gut nach Hause kommen. Sicher, jeder ist gerne auf dem Gipfel, hat die Erstbegehung in der Tasche. Aber das Leben mehr als notwendig zu riskieren, es war eigentlich niemand Sache dann da. Ja. Hattest du mal einen medizinischen Notfall auf einer Expedition, auf einer größeren Reise? Ja, Arbeit gibt es da immer, das ist ganz klar. Aber jetzt irgendwie mit lebensbedrohlichen Situationen, wo ich als Arzt hätte intervenieren müssen, war zum Glück bisher nichts und soll auch da nicht sein, weil, wie gesagt, die Möglichkeiten sind sehr, sehr beschränkt, da Hilfe bringen zu können. Von der alpinistischen Seite her gab es da natürlich schon Situationen, die gefährlich waren, wo ich auch recht dankbar bin, dass ich heute hier noch sitze, mit dir mich unterhalten kann und wir hier Kaffee trinken können. Aber das ist einfach das Restrisiko, das es im Gebirge auch so gibt. Und wenn man auf Expedition unterwegs ist, ist das Risiko natürlich nochmal ein Stück weit größer, als wenn ich auf der Standardroute XY in den Alpen unterwegs bin, wo ich die Verhältnisse gut kenne, wo ja, ich im Zweifelsfalle auch sage, okay, nee, heute ist es nicht, es ist zu warm, wir kommen nächste Woche wieder. Mhm, also insofern waren da schon 2, 3 Situationen dabei, die mir allein bewusst sind und natürlich auch viele andere Situationen, wo ich gar nicht weiß, dass es gerade so gefährlich war. Stichwort Lawinen, wie auch immer, man kriegt kein Negativ-Feedback. Wenn der Steinschlag dann irgendwie eine halbe Stunde hinter einem durchgeht, das kriegt man dann im Zweifelsfalle gar nicht so mit. Ja. Mhm. Und was sind das für Situationen, die du jetzt gerade angesprochen hast, 2, 3? Ja, also in Pakistan hatten wir da schon eine Situation, wo wir im Prinzip eigentlich davon ausgegangen sind, auf einer sicheren Route unterwegs zu sein, sind da nachts geklettert im Zustieg zur eigentlichen Route noch. Und dann ist weit, weiter oben irgendwie ein Serac kollabiert. Und das war dann aber von den Dimensionen doch so groß, dass wir im Endeffekt dann doch in den Ausläufern dieser Eislawine da dann mit drin gestanden waren, haben eigentlich nur noch die Eisgeräte da in die Wand verankert und den Kopf unter den Rucksack gezogen und ist zum Glück nichts passiert. Ja, aber da waren wir hinten auch schon so fertig, auch mental, dass wir gesagt haben, boah, hey, das hätten wir jetzt alle nicht gedacht, Rückzug und nichts wie runter von dem Berg und neu sortieren und um die Route dann für den nächsten Versuch dann da verlegt. Bist du, wenn du jetzt beim Klettern oder so auf Expeditionen oder bei Bergtouren unterwegs bist, als Arzt dabei, verhältst du dich da anders? Bist du da vorsichtiger? Achtest du da irgendwie noch mehr auf dich, weil du weißt, dass dir eigentlich jetzt nichts passieren dürfte? Das ist jetzt schwer zu sagen. Gerade in der Rolle als Expeditionsarzt ist man natürlich schon eher am Bremsen wie am Gas geben. Das ist ganz klar. Aber ich bin auch, würde ich meinen, wenn ich privat für mich unterwegs bin, eigentlich schon auch eher auf der vorsichtigen Seite. Also ich drehe eher früher mal um wie andere Leute. Ich habe natürlich jetzt auch als Familienvater nochmal eine andere Verantwortung. Aber prinzipiell so auf Vollgasrisiko war ich immer zu feig und bin damit auch ganz gut gefahren in meinem Leben. Das heißt, du warst auch früher schon defensiv? Ja, wahrscheinlich schon ein Stück weit defensiv. Bin auch mit meinen, sage ich mal, Möglichkeiten beschränkt. Ich bin kein Top-Alpinist. Ich habe es bis zum Bergführer geschafft, was mich sehr freut, weil ich damit einfach auch irgendwie beruflich jetzt nicht nur Arzt bin, sondern auch Bergführer, auch mit Gästen schöne Momente erleben darf. Aber high-end-mäßig war ich nie unterwegs, sondern auf meinem Niveau und bin damit ganz gut gefahren, habe so wunderschöne Erlebnisse gehabt und ich hoffe, es kommen noch ein Haufen schöne dazu. Mhm.
Wie kam es dann zu dieser Medizin? Was hat dich geritten, dass du jetzt gemeint hast, das ist jetzt dein Thema, dass du dem dich widmen willst? Ja, das war im Prinzip auch, waren ein Haufen Zufälle, die sich ergeben haben. Mein Vater war in jungen Jahren mal schwer erkrankt, war da lange, lange im Krankenhaus. Hat es dann zum Glück damals überlebt und da habe ich Ärzte kennengelernt. Zum einen den positiven Onkel von mir, der da auch mit interveniert ist und auch geschaut hat, dass mein Papa da gut ging. Und von der Krankenhausseite her war das damals irgendwie so ein bisschen aus meiner jugendlichen Sicht irgendwie so ein Stück weit eine Katastrophe. Und ich habe mir damals nur gedacht, boah, hey, das ist ja wirklich hart, was hier abläuft. Das möchte ich mal besser machen. Und habe mir das dann in den Kopf gesetzt. Ich glaube, ich wäre auch Arzt. Dann bin ich viel belächelt worden. Meine Eltern haben auch irgendwie so ein bisschen den Kopf geschüttelt am Anfang und gesagt, du mit deinen Noten, wie soll das funktionieren? Und ich habe gesagt, nein, ich mache das. Ich studiere Medizin. Und habe es dann auch irgendwie geschafft, irgendwie einen Studienplatz zu ergattern mit noch viel Wartesemestern über den Zivildienst und war kein Druck von außen da. Das war für mich auch wirklich super, dass meine Eltern gesagt haben, also wir glauben ja nicht, dass du das schaffst so, aber probier es einfach. Wenn es dir taugt und so, dann wir unterstützen das, aber du brauchst es dann nicht als Niederlage betrachten und wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht, dann machst du was anderes. Und von daher hatte ich da ein Freispiel, sage ich mal, und war dann auch dementsprechend motiviert, habe mich da auch hinsetzen müssen, war nie das Superbrain, das sich einmal was durchliest und dann alles weiß, sondern habe mir das mühsam erarbeitet. Gerade in der Anfangszeit bis zum Physikum war es hilfreich, dass ich auch in Leipzig studiert habe und nicht in München. Da war ich nicht so stark abgelenkt, da waren die Berge weit weg und dann hat es geklappt. Und was ist inzwischen, oder glaubst du, dass du deinem Anspruch von damals inzwischen gerecht wirst, dass du es besser machst? Puh, das kann ich jetzt irgendwie, ja, das ist sehr subjektiv, wenn ich das sage. Also aber wenn ich als Arzt arbeite, was ja so 50% von meinem Leben ausmacht, dann versuche ich das schon mit einem hohen Anspruch und ich möchte es möglichst gut machen. Bin da auch sehr reflektiert. Wenn mal was nicht ganz optimal läuft, das kann auch im Leben nicht immer alles optimal laufen, aber ich finde schon, dass man in seinem, egal ob man jetzt irgendwie Arzt ist oder Bergführer in einem anderen Beruf, dass man einfach wirklich immer schauen soll, dass man alles möglichst gut macht. Und wenn man Arzt ist, hat man natürlich nochmal eine, ja, als Bergführer auch eine große Verantwortung, aber als Arzt, wenn sich ein Patient irgendwie in meine Hände begibt als Anästhesist, dann muss der mir vertrauen und ich will dieses Vertrauen wirklich nicht missbrauchen und wirklich da einen sehr guten Job machen, dass für den Patienten alles gut wird. Was ist für dich ein sehr guter Job in dem Fall? Sehr guter Job heißt, dass ich da einfach von vorn bis hinten voll bei der Sache bin, dass der Patient irgendwie vernünftig irgendwie schläft während der Narkose, dass er zeitnah wieder aufwacht, ja, dass währenddessen einfach alles passt für ihn. Das heißt, dass der Kreislauf stabil ist, dass er hinten nach möglichst keine Schmerzen hat. Bei der Narkose das nächste Thema ist dann noch Übelkeit, Erbrechen gibt es dann manchmal auch. Das versucht man natürlich auch möglichst für jeden Patienten zu verhindern. Und ja, man kann gute und schlechte Narkosen machen. Und ich möchte für meine Patienten einfach gute Narkosen machen. Mhm. Und jetzt hast du es gerade schon angesprochen beim Bergführer. Was macht einen guten Job als Bergführer aus? Für dich? Da ist es im Prinzip ganz ähnlich wie mit der Anästhesie. Im Prinzip als Bergführer muss ich den ganzen Tag einfach irgendwie aufpassen, dass meinem Gast nichts passiert, also mir und meinem Gast im Prinzip. Und das ist ganz, ganz ähnlich zur Anästhesie. Im Prinzip sind da große Parallelen auch mit da. Und ich kann als Bergführer irgendwie den ganzen Tag irgendwie vorauslaufen und irgendwie keinen Ton reden. Oder ich kann den Gast irgendwie von Anfang an da irgendwie, ja, abholen und schauen, dass der einfach einen möglichst einen super Tag hat. Das geht einfach darüber, dass ich ihn irgendwie unterstütze, dass ich ihm irgendwie das Gefühl gebe, du kannst es auch, wenn Situationen da sind, wo der Gast aufgeben will, dass man ihn da positiv motiviert, den richtigen Riegel im richtigen Moment aus der Tasche zieht oder auch mal, ich erinnere mich an eine Besteigung vom Matterhorn mit einem Gast, wo alles schon sehr, ja, einfach anstrengend auch für den Gast war und so ein bisschen vielleicht sogar am Limit. Und dann hatte ich damals irgendwie eine Dose Energiegetränk im Rucksack, die ich im richtigen Moment aus dem Rucksack gezogen habe. Und das sind einfach so die Momente, wo man dann einfach dann, ja, denke ich, dem Gast was Gutes tun kann und ihm auch einfach positiv motiviert und nicht dann sagt, jetzt ist aber 10 Uhr, das ist die Umkehrzeit hier und ausfertigen, du kommst ja nächstes Jahr sowieso wieder, sondern dass man es einfach gemeinsam durchzieht und schafft. Mhm. Hast du dich als Bergführer in all den Jahren auch verändert? Hast du irgendwas verändert? Ja, das denke ich schon auch. Klar, am Anfang will man irgendwie den Gipfel um jeden Preis. Man hat seine eigenen Ambitionen, schlägt dann auch solche Ziele vor und dann versucht man das wirklich irgendwie durchzuziehen und nur der Gipfel zählt. Und mittlerweile bin ich da weniger ehrgeizig oder setze, wie soll ich sagen, auch für Ziele, für Gäste die Ziele vielleicht einfach adäquat an das Niveau der Gäste an, wo ich sage,
meine eigenen Ambitionen wären jetzt schon, dass ich auf diesen Gipfel komme, aber wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht und dann soll man einfach trotzdem gemeinsam da am Berg einen guten Tag haben und das ist eigentlich, glaube ich, das Wichtigste. Was kam zuerst? Also BEXMED heißt es, richtig? Ja. Ja, ich habe das nochmal ganz kurz nachgeschaut. Deutsche Gesellschaft für Bergmedizin und Expeditionsmedizin. War das zuerst oder war der Helikopter zuerst bei dir im Leben? Also im Leben war erst die BEXMED. Mhm. Da bin ich über meinen Doktorvater zum Glück dazugekommen, muss man sagen. Ich habe also meine Doktorarbeit in der Höhenmedizin geschrieben an der LMU in München mit Reinhard Fischer. Und der war Gründungsmitglied eben von dieser höhenmedizinischen Fachgesellschaft. Und darüber bin ich einfach damit reingerutscht, auch in dieses Ausbildungswesen für Expeditionsärzte und bin da mit der Fachgesellschaft jetzt seit Jahrzehnten verbandelt und bin immer noch in der Ausbildung für Expeditionsärzte tätig. Erklär mal kurz, was das ist. Im Prinzip sind viele Ärztinnen und Ärzte einfach auch gerne und draußen und im Gebirge unterwegs und es hat jeder Arzt eine Fortbildungspflicht und da gibt es natürlich irgendwie Fortbildungen im Kongresssaal oder es gibt auch Ausbildungen draußen an der frischen Luft und Fortbildungen sind verpflichtend und es gibt einfach ganz, ganz viele Ärzte, die dann gerne auch draußen oder die Kombination wählen aus, sage ich mal, Ausbildungsinhalten in Theorie und in der Praxis. Und wir bieten einfach da verschiedene Fortbildungen an. Die höchste Stufe ist eben der Titel Diploma in Expedition und Wilderness Medicine. Und da sind wir im Winter im Wallis unterwegs. Das heißt, am Anfang von diesen Kursen ist erst ein Theorieblock und dann ist man aber auch draußen unterwegs. Und das ist schon das, was einfach mir in der Ausbildung, meine Erfahrung da weiterzugeben, viel Spaß macht. Und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben auch ihren Spaß. Und so ist das eine ganz gute Sache. Zum Schluss ist ein Fortbildungsdiplom da. Die Leute können von dem, was sie in der Wilderness Medicine und in der Expeditionsmedizin lernen, auch wieder was in ihren anderen beruflichen Alltag mitnehmen. Und auch Sachen, die sie da lernen, in anderen medizinischen Notfällen dann verwenden, lernen zu improvisieren. Und das ist, denke ich, schon eine ganz gute Sache dann. Gibt es irgendwelche Voraussetzungen, da dann mitmachen zu dürfen? Also da ist es schon so, dass man zu diesem Spezialkurs zugelassen wird. Im Prinzip durchläuft man erstmal das Diploma in Mountain Medicine. Das ist wie so eine Art Basisausbildung mit Sommer- und Winterkurs. Und da meldet man sich im Prinzip auch mit einem Tourenbericht dann an. Und also man sollte schon irgendwie Bergsteiger sein, sonst wird das schwierig, wenn man jetzt bei Null anfängt. Dann wird man das Diplom nicht erreichen, weil es geht ja nicht nur um medizinische Inhalte, sondern auch um praktische Fertigkeiten und auch ein gewisses Eigenkönnen an alpinistischen Fähigkeiten ist natürlich schon gefragt. Wenn ich jetzt später einfach in der Bergrettung arbeiten will oder auch als Expeditionsarzt, dann haben die Teilnehmer natürlich deutlich mehr davon, wenn der Expeditionsarzt nicht nur im Basislager sitzt und per Funk irgendwie schlaue Hinweise geben kann, was für eine Tablette jetzt zu nehmen ist, sondern wenn im Prinzip das Idealbild wäre schon das, dass der Arzt oder die Ärztin auch einfach jeden Punkt der Expedition selbstständig dann auch erreichen kann, um dort möglichst Hilfe zu bringen. Mhm. Gibt es genug von diesen Menschen? Über die Jahre haben wir schon viele Expeditionsärztinnen und Ärzte ausgebildet, also im Prinzip gäbe es da schon viele. Es verschiebt sich jetzt momentan aber doch eher so weg von dem Klassischen. Also wo ich da angefangen habe, war das auf Expeditionen schon gang und gäbe noch, dass ein Expeditionsarzt auch dabei war. Es war auch gefordert von der Regierung in Pakistan zum Beispiel, keine Expedition ohne Expeditionsarzt. Mittlerweile ist es aber also ein bisschen lockerer geworden und viele Veranstalter arbeiten jetzt mittlerweile auch mit Telemedizin. Das heißt, also im Prinzip steht ein Arzt am Satellitentelefon zur Verfügung und gibt dann seine Einschätzung ab. Man kann heute Bilder verschicken übers Internet und sagen, was ist da los? Muss man die Expedition abbrechen, wenn es um Erfrierungen geht oder sonstige Dinge? Also der klassische Expeditionsarzt ist jetzt momentan eher mittlerweile auch schon seltener geworden, dass er so damit dabei ist. Was hältst du von der Entwicklung? Ich finde es ein Stück weit schade. Also ich habe diese klassische Zeit noch gut mit dabei sein dürfen und habe das sehr geschätzt und es hat mir auch immer großen Spaß gemacht. Das Idealbild ist, glaube ich, schon weiterhin, dass jemand, also ein Arzt oder eine Ärztin, da vor Ort mit dabei ist. Andererseits, bevor kein Telefonjoker über Satellitentelefon bereitsteht, ist es immer noch besser natürlich für den Patienten, wenn man da kompetente Menschen an der Hand hat, die man dann auch anrufen kann. Das passiert mir auch regelmäßig, dass ich angerufen werde und da dann einfach Hilfe übers Telefon so dann geben kann. Man muss auch dazu sagen, wenn das jetzt irgendwie ein Bergführer ist, der die Expedition leitet, der sehr erfahren ist, der über die Jahre viel selber auch gesehen hat, dann hat der oftmals mehr Ahnung wie, sag ich mal, ein fachfremder Doktor, der nur einfach zum Spaß auf Expedition mitfährt. Dann, das Potenzial, dass man Hilfe bringt, haben wir ja vorher schon auch gesagt, ist irgendwie in lebensbedrohlichen Situationen gibt es schon 2, 3, wo man effektiv helfen kann.
Aber so insgesamt darf nicht so wahnsinnig viel passieren, weil es einfach dann ohne Infrastruktur einfach insgesamt schwer zu überleben ist. Aber jetzt hattest du, glaube ich, vorher, wenn ich es richtig im Kopf habe, gesagt, dass du eigentlich noch nie so wirklich lebenserhaltend irgendwie auf Expeditionen tätig werden musstest. Ja, ich meine, das ist ja auch nur ein kleiner Ausschnitt mein Leben als Expeditionsarzt, aber mir sind genügend Fälle bekannt, wenn man jetzt zum Beispiel nur eine simple, aber lebensbedrohliche allergische Reaktion hier, wo im Anmarsch zum Basislager der Teilnehmer von irgendeinem Insekt gebissen wird und von jetzt auf gleich keine Luft mehr bekommt. Da kann man zum Beispiel als Expeditionsarzt schon sofort lebensrettend einfach tätig sein, oder? Wenn ich das schaffe, vernünftig irgendwie eine starke Blutung zu stillen, muss jetzt nicht zwingend ein Arzt sein, aber wenn jetzt jemand anders irgendwie da einen vernünftigen Druckverband machen kann oder mit einer Israeli-Bandage gut umgehen kann, dann ist schon viel gewonnen. Aber die Ausbildung ist zumindest dann schon mal wichtig von Personen, die da Verantwortung haben auf Expedition, dass die diese Maßnahmen dann vollführen können. Hattest du bei deinen Einsätzen irgendwie mal so einen besonders kritischen oder vielleicht auch besonders bizarren Fall? Also gerade auch bei dem Ausbildungskurs mag ich mich erinnern, wir waren die ersten Jahre im Berner Oberland unterwegs und Teil von dem Konzept ist, damit die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mal die Höhe kennenlernen, dass wir auch ohne Akklimatisation schnell große Höhen erreicht haben, einfach um den Menschen oder den Ärzten zu zeigen, was macht die Höhe mit unserem Körper. Und da haben wir tatsächlich das geschafft, auch mal ein Höhenlungenödem im Kurs zu produzieren. Und das war natürlich dann schon bizarr. Zum einen unten auf der grünen Wiese in Grindelwald und im Lehrsaal hat man die Akklimatisationstaktik ausgebildet und hat gesagt, ja, es ist ganz wichtig, dass man die Schlafhöhe möglichst nicht um 300 Meter Abschwellenhöhe verschiebt und hin und her. Und sind dann anschließend aber dann doch auf 3454 Meter aufs Jungfraujoch gefahren, haben dann da auch zwei Nächte übernachtet. Und dann hatte der erste Teilnehmer schon das Höhenlungenödem. Das war natürlich schon irgendwie bizarr. Erst irgendwie so die Lehrmeinung den Teilnehmern da so beibringen und dann hat man einen Teilnehmer mit Höhenlungenödem, den wir da dann einfach mit Sonderzug evakuiert haben und alles. Das war schon bizarr. Aber auch dem Teilnehmer ist nichts passiert, der hat darüber keinen Schaden genommen. Ja. Aber wir haben unsere Taktik dann natürlich schon überdacht. Also ja, mittlerweile sind wir da nicht mehr so wild unterwegs, obwohl es für alle Teilnehmer natürlich schon irgendwie, sage ich, vom Lerneffekt war das natürlich schon krass und gut zu sehen. Ja, dass einfach, wenn man den Körper so akut mit Höhe belastet, einfach das irgendwie nicht nur in den Büchern drin steht, dass was passieren kann, sondern das ist genau der Fall, der dann eintreten kann, wenn man da unvernünftig unterwegs ist. Hast du sofort gecheckt? Das war wirklich ein absolutes Vollbild. Da gibt es ja Kardinalsymptome. Ich bin dann nachts aufgeweckt worden und ja, das war von Anfang an gleich klar, was da das Problem ist. Aber wir hatten natürlich auch Sauerstoff, wir hatten Medikamente. Wir hätten auch ohne Sonderzug quasi im Prinzip das geregelt bekommen, weil wir dementsprechend darauf vorbereitet waren. Das heißt, die Präventionsmaßnahmen, die wir da vorbereitet hatten, die hätten schon auch gegriffen. Ja, man hat ja jetzt nicht immer einen Expeditionsarzt dabei. Von dem her wäre es wahrscheinlich auch sinnvoll, wenn jeder Bergsteigende sich auch möglichst darin fortbildet, um wenigstens, gut, jetzt so Höhenkrankheiten zu erkennen, das ist vielleicht nochmal was anderes, aber so beim klassischen Bergsteigen, was wäre das, was du eigentlich gerne jedem so mit dem Klettergurt mitgeben würdest, was sie beherzigen sollen oder was sie wissen sollten? Du sprichst ein gutes Thema an, ist auch Teil von meinem Beruf, im Prinzip alpine Erste Hilfe, habe ich auch über die Jahre wahnsinnig viele Kurse gehalten und gegeben. Und das würde ich schon jedem Bergsteiger empfehlen, dass es einfach jenseits hinaus von dem Erste-Hilfe-Kurs, den man zum Führerschein so machen muss, einfach wenn man regelmäßig im Gebirge draußen unterwegs ist, dass man einfach so einen Kurs mal besucht und einfach grundlegende Fertigkeiten erlernt, lebensrettende Sofortmaßnahmen, die unterscheiden sich jetzt nicht viel von denen, die man auch im Tal so ausführt. Der Unterschied im Gebirge ist aber der, dass ich auf mich alleine gestellt bin häufig, bis die professionelle Hilfe da ist. Vergeht einfach viel Zeit und so lebensbedrohliche Krankheiten oder auch Verletzungsmuster erfordern einfach zügiges Handeln. Und wir haben im Gebirge von Anfang an einfach schlechtere Karten, weil es einfach alles länger dauert. Und wenn jetzt so ein Patient, sage ich mal, längere Zeit da oben unter unwirtlichen Bedingungen und dann auch noch konserviert werden muss, weil das Wetter schlecht ist, weil kein Hubschrauber fliegen kann, dann kann das schon kriegsentscheidend sein, dass ich einfach das schaffe, den Patienten gegen Kälte vernünftig zu isolieren, die Blutung rechtzeitig zu stoppen. Oder ganz banal den Patienten, wenn er bewusstlos ist, zu schaffen, in die stabile Seitenlage so zu drehen und ihn ordentlich zu überwachen, die Atemwege freizuhalten, dann kann man mit so simplen Maßnahmen jemand schon das Leben retten. Also insofern plädiere ich absolut dafür, dass die Leute, die draußen in der Wildnis oder auch im Gebirge unterwegs sind, sich in diesen Themen auf alle Fälle fortbilden, um effektiv helfen zu können, wenn der Fall eintritt. Dann gehört natürlich auch noch ein Standard-Equipment dazu.
Stichwort Rettungsdecke oder auch das, was wir gesagt haben, die Blutung zu stillen, die Israeli-Bandage, so Sachen können einfach definitiv, sage ich, zu jeder Alpinunternehmung mit dabei, der Biwaksack, solche Sachen. Und das kriegt man aber auch zu Kursen dann auch beigebracht. Gibt es noch irgendwas, was die Leute wissen sollten aus deiner Sicht? Das eine ist jetzt irgendwie das Thema, dass ich sage, man braucht irgendwie ein Erste-Hilfe-Set, das man dann irgendwie gewinnbringend anwenden kann. Und zum anderen plädiere ich schon immer auch dafür, dass das in die Tourenplanung einfach auch reingehört, dass sich jeder eine Exit-Strategie überlegt. Das heißt, wenn ich jetzt bei uns zu Hause unterwegs bin, dann weiß jedes kleine Kind schon und lernt es in der Schule schon im Erste-Hilfe-Kurs, ich wähle die 112. Wenn ich jetzt aber ein paar Meter weiter weggehe, wie ins Karwendel, und da aber kein Handynetz ist, was mache ich denn dann? Das heißt, da gehören dann einfach heutzutage, finde ich schon auch, es gibt einfach sowas wie einfach ein Garmin InReach. Und wenn ich irgendwo unterwegs bin, wo ich kein Netz habe, dann habe ich für mich schon den Anspruch, dass ich also gerade im professionellen Setting, so als Bergführer auch, ich aber so eine Exit-Strategie dann habe. Bei uns noch einfach, aber wenn ich woanders verreise, wie jetzt, ich brauche nicht so weit wegfahren, letztes Jahr waren wir in Griechenland unterwegs, da informiere ich mich dann vorneweg schon, wie ist denn da die Notrufnummer, wer kommt im Zweifelsfalle, wie lang dauert es, worauf muss ich mich einstellen. Also das gehört für mich in die Tourenplanung ganz, ganz rein. Sicher, Wetterbericht checken alle, den Lawinenlagebericht auch, aber ich finde schon, dass es in der Verantwortung der Menschen ist, die sich im Gebirge bewegen, dass sie in dem Ort, wo sie unterwegs sind, auch wissen, wie die lokale Notrufnummer lautet, dann sich zu überlegen, habe ich ein Device dabei, mit dem ich die auch überhaupt alarmieren kann. Gibt es, wenn jetzt so Erste Hilfe nötig ist, gibt es eigentlich Mythen, die dir so ein bisschen auf den Senkel gehen, weil sie eigentlich gar nicht stimmen oder ja, sowas? Ja, da fällt mir spontan die Herz-Lungen-Wiederbelebung ein und es vergeht kein alpiner Erste-Hilfe-Kurs bei mir. Also die kardiopulmonale Reanimation ist da bei mir auch immer mit dabei, mit einer Puppe. Und dann ist es in den Köpfen der Menschen heutzutage schon so drin, dass man sagt, ja, aber beatmen tut man doch gar nicht mehr. Und dann bin ich mittlerweile auch darauf gefasst, dass das an jedem Kurs so kommt. Und das ist schon so ein Problem. Ist daraus entstanden, quasi im urbanen Raum. Wenn jemand beobachtet einen Herz-Kreislauf-Stillstand hat und umfällt, dann hat man in großen Studien gesehen, dass viele Menschen mit der Reanimation nicht beginnen, weil sie sich von der Mund-zu-Nase- oder Mund-zu-Mund-Beatmung komplett ekeln. Und da ist einfach aus dem Amerikanischen dann irgendwie entstanden, dass man gesagt hat, besser drücken als gar nichts tun. Also nur den Fokus auf die Herzdruckmassage legen. Und dann kann das auch noch funktionieren, dass eine Reanimation dann überlebt wird, weil ja hier im urbanen Raum der Rettungsdienst relativ zügig hoffentlich da ist. Und dann einfach mit voller Therapie einfach dann gestartet werden kann. Aber im Gebirge, wo jetzt nicht in 5 Minuten der Hubschrauber neben uns landet oder nicht die Bergwacht oder die Bergrettung sofort da ist, wenn ich da nur mit einfach Herzdruckmassage arbeitet, dann hat der Patient keine Chance. Das heißt, Beatmung gehört einfach schon mit dazu. Noch ein anderer Mythos, der dir einfällt? Mir fällt spontan, ja? Ja, na, also das ist schon das, was mir als Message, glaube ich, wichtig ist. Ja. Also ich habe in meinem damaligen Kurs für den Führerschein auch so ein bisschen mitgenommen. Ich fand das total verwirrend mit wann Fuß oder Füße hochlegen, wann nicht. Und wenn du das machst und das aber war, dann wird er sterben und so. Und ist das wirklich alles so kritisch? Ja, du sprichst jetzt auf die Schocklagerung an. Da im Prinzip Schocklagerung macht man dann, wenn quasi jemand einfach eine akute Blutung hat oder der Kreislauf komplett im Keller ist, weil einfach im Prinzip das Blutvolumen in den Beinen versackt, wie auch immer. Da ist die Schocklagerung schon wichtig, weil man einfach dann aus den Beinen dieses Blutvolumen im Kreislauf nochmal zur Verfügung stellen kann. Jetzt gibt es aber auch Notfallsituationen, wo diese Schocklagerung der Patient von sich selber auch gar nicht toleriert oder nicht mag. Wenn jetzt jemand einen Herzinfarkt zum Beispiel hat, dann bekommt der ja nur noch mühsam Luft. Das sind Patienten, die sitzen und würden sich nicht auf keinen Fall irgendwie flach hinlegen lassen und die Beine nach oben, weil sie es schlichtweg nicht erschnaufen und nicht tolerieren können. Das heißt, da ist schon so eine Situation, wo man wirklich irgendwie was falsch machen kann. Aber die Patienten würden das ohnehin, solange sie bei Bewusstsein sind, mit sich zum Glück auch nicht machen lassen. Also da ist beim Herzinfarkt dann viel wichtiger, dass man den Patienten in der Lage, in der er gut Luft bekommt, einfach unterstützt, ihm gut zuredet und versucht, ihm so bequem wie möglich zu machen, dass er einfach bis irgendwie dann der Notarzt kommt, einfach das nach Möglichkeit übersteht. Gibt es irgendwas, was man als Vorbereitung, bis dann die Rettung kommt, irgendwas tun kann oder wie man euch vielleicht auch die Arbeit erleichtern kann? Im Prinzip ist es schon mal, also wenn ich jetzt das aus der Hubschrauberperspektive sehe, einfach wichtig, dass man schon einfach
seinen Standort ganz gut einfach der Leitstelle weitergeben kann. Ja, sonst kann es schon mal schwierig werden, es verstreicht wertvolle Zeit, wenn man quasi den Notfallort nicht finden kann. Das heißt, dass Koordinaten heutzutage für die Leitstelle sehr wichtig. Es gibt ja viele Notfall-Apps oder hat man ein GPS-Gerät dabei, wo man einfach rauslesen kann, wo befinde ich mich denn, und dann kann die Rettung zügiger gelingen. Wir haben ja vorher schon gesagt, Zeitfaktor kritisch. Von daher, jede Minute, die ich sparen kann in so einer Notfallsituation, ist da wichtig. Also das wäre mal so das Erste, was ganz wichtig ist. Und dann, wenn ich im Gelände unterwegs bin, mache ich auf mich aufmerksam. Ich schwenke einfach eine rote Jacke, einen Biwaksack oder wie auch immer, um in Situationen, wo vielleicht auch mehr Menschen da draußen unterwegs sind, dann gleich mal irgendwie anzudeuten, ja, hier ist auf alle Fälle einfach der Notfall, dass einfach da zügig dann die Rettungskräfte dann dazukommen. Und auf den Hubschrauber hin bezogen, wäre es natürlich auch noch ganz praktisch, der Notfallort befindet sich jetzt nicht gerade irgendwie unter einer Seilbahn oder einfach, wo keine Hindernisse unterwegs sind, wo einfach jemand dann den Hubschrauber einweist. Gerade im Winter ist das ganz wichtig mit dem Downwash. Brauchen wir einfach fixen Einweiser, der die Position beibehält, der macht das klassische Yes-Zeichen, um einfach anzuzeigen, hier ist der Notfall, wir brauchen hier die Hilfe. Und dann definitionsgemäß steht man noch mit dem Rücken zum Wind. Ist für das Landen vom Hubschrauber auch noch wichtig. Mhm. Genau, noch Möglichkeit, wenn man mehr Personen hat, gerade im Winter, kann man versuchen, mit den Skiern oder auch mit den Füßen einfach so einen Landeplatz, einfach den Schnee auch festzutreten, dann landet man sich da auch leichter hin. Wie oft passiert es euch, dass wirklich jemand das so professionell einweist? Ja, also das sehen wir schon regelmäßig. Also da ist natürlich auch viel Luft nach oben. Insgesamt in der Ausbildung und dann auch natürlich im Ausführen. Aber das haben sie mir schon regelmäßig. Also, dass da draußen in Gruppen unterwegs sind, einfach jemand das dann auch gut macht. Mhm. Ja, jetzt hast du es eben schon angesprochen. Du bist nämlich auch als viertes, fünftes Leben noch im Helikopter unterwegs als Notarzt. Wie lange schon? Ja, also das mache ich jetzt auch schon fast 20 Jahre, weil ich das große Glück gehabt, einfach Kollegen zu haben, die in der Flugrettung schon tätig waren damals. Und das hat mich natürlich von Anfang an fasziniert. Das ist ganz klar. Zum einen bin ich gerne im Gebirge, zum anderen natürlich als Anästhesist auch in der Notfallmedizin verhaftet. Und die Kombination aus beiden hat mich von Anfang an fasziniert. Es war schon auch so ein fixes Ziel von mir, auch schon während dem Studium, dass ich mir gedacht habe, das wäre natürlich schon irgendwie die Königsdisziplin. Nicht nur als Notarzt auf der Straße draußen unterwegs zu sein, sondern einfach auch diese Passion aus Bergen, Hubschrauber und Notarzt dann zu verbinden. Mhm. Hattest du in deinem Leben mal einen Einsatz, wo der Helikopter kommen musste? Ja, das war ganz, ganz spannend. Also ja, es war schon der zweite Helikopterflug, aber Longline-Bergung aus der Liederer Nordwand, da war ich aus der Patientenperspektive. Ich war ein junger Bergführeranwärter und von jetzt auf gleich einfach irgendwie schwer krank. Und es war Anfang November und ich habe irgendwie gewusst, okay, mit dem Schüttelfrost, den ich da hatte, war eine schwere Infektion. Diese Nacht überstehe ich da jetzt so nicht gut und bin dann einfach da rausgeflogen worden. Moment, ich muss da einhaken. Du bist mitten in der Wand, bist du krank geworden? Ja, also im Verlauf von der Tour ist mir einfach, also die ersten Seillängen liefen so noch ganz gut von der Hand und von einem Punkt auf den nächsten habe ich einfach Fieber bekommen und dann weiß ja jeder selber, wenn man Fieber hat, dann ist man nicht mehr so körperlich leistungsfähig. Dann im Nachstieg für eine Sechserseillänge da irgendwie eine halbe Stunde rumgebastelt, bis ich den nächsten Standplatz erreicht habe. Und wir sind dann so an den Punkt gekommen, dass es einfach Richtung Nachmittag wurde. Und im November wird es ja recht früh dunkel. Und haben dann da in der Wand einen ganz guten Platz gehabt. Das war so ein vorgelagerter Turm. Und der Kollege von mir, der Freund, der da dabei war, der selber in der Flugrettung schon tätig war, der hat irgendwie dann also gesagt, boah, das schaut aber nicht gut aus mit dir. Also wenn dann hier die Chance ist, irgendwie mit einer Seilbergung da aus der Wand zu kommen, dann wäre das hier. Und so haben wir dann einfach auch den Notruf abgesetzt, was im Karwendel auch da gar nicht so leicht war, haben dann doch zum Glück aber irgendwie dann ein Handynetz bekommen und sind dann rausgeflogen worden von der Libelle, also von der Gendarmerie quasi in Österreich. Das war so meine erste Helikopterrettung, war ich also nicht der Notarzt, sondern war der Patient. Nee, aber da war ja dann schon auch ein bisschen Glück dabei, also in der Liederer Nordwand da überhaupt rausgeflogen werden zu können, also an dem Ort zu sein, wo das überhaupt geht und noch dazu Netz zu haben. Ja, also es waren schon viele glückliche Umstände, die dann da irgendwie zum guten Ausgehen beigetragen haben. Ja. Erinnerst du dich noch, wie dann der Helikopter gekommen ist? Das war eine große Erleichterung. Also natürlich auch irgendwie so, ich meine, ich war da schwer fiebrig. Das Risiko sieht man dann da schon auch noch und hofft, geht das jetzt alles so gut. Aber ich war im Endeffekt so krank, dass ich nur froh war, wieder quasi der Flugretter da am Seil zu uns irgendwie herbeigeschwebt kam, wir mit auf das Tau gehängt worden sind und in einem Busch da aus der Wand dann rausgegangen sind. Ja. Aha, zu dritt, dann alle auf einmal. Genau, alle auf einen.
Und wie ging es deinem Ego so danach? Dem ging es richtig schlecht. Also, ja. Du kennst dich da scheinbar auch ein bisschen aus. Also mir ging es hinten nach total schlecht. Also ich habe bis zu dem Zeitpunkt bin ich aus jeder alpinen Situation immer wieder aus eigener Kraft rausgekommen. Wenn du dann so auf fremde Hilfe angewiesen bist, also da ist für mich schon so eine Welt irgendwie zusammengebrochen. Es hat auch eine Weile gebraucht, bis ich da wieder irgendwie Selbstvertrauen dann wieder so weit gekommen bin, dass ich dann große, anspruchsvolle Touren dann ja wieder eingestiegen bin. Also man ist schon, ja, also da merkt man dann so richtig, wie man selber einfach auch verwundbar ist. War aber vielleicht auch ganz heilsam. Das ist toi, 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 alles gut ausgegangen, aber das Risikomanagement für später wird dann natürlich dann auch nochmal anders beeinflusst, ganz klar. Wenn man schon mal in so einer Situation war, wo man auf fremde Hilfe angewiesen war und aus dieser Situation lernen darf, dann ist das natürlich auch eine gute Sache. Aber es ist schon ja interessant, weil es ja jetzt nichts Alpinistisches eigentlich war. Also ja, du hättest vielleicht vorher merken können, dass du darauf hinsteuerst, krank zu werden, aber in dem Fall kam das ja wohl auch sehr plötzlich. Das kam sehr, sehr plötzlich, sonst wäre ich da auch nicht eingestiegen. In so eine Wand steigt man mit Fieber nicht ein. Also war ziemlich hinterfotzig. Sicher kann man sich die Zeit sich vorher noch überlegen. Da war vorher irgendwie noch irgendwie zwei Nachtdienste und dann war das Wetter gut und ja, plötzlich Zeit. Also es, ja, waren damals einfach auch irgendwie wild unterwegs, ganz klar. Das heißt, hattest du dann bei den nächsten Touren wieder Angst, krank zu werden oder einfach nur Angst, nochmal in so eine Abhängigkeit zu geraten? Also Angst, wieder krank zu werden, hatte ich nicht, aber also diese Art Abhängigkeit, die wollte ich so schnell nicht wieder erleben. War das dann so der Moment, wo du dachtest, so, und das nächste Mal hänge ich da am Seil und hol jemand anderen raus? Na, da war ich überhaupt, da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Irgendwie, das hat dann schon relativ, ich glaube, ein halbes Jahr später habe ich meine ersten Einsätze dann da so auch am Hubschrauber da gehabt. Da habe ich aber in dem Moment gar nicht drüber nachgedacht, sondern da war eher so total, da war ich echt klein mit Hut und irgendwie völlig demütig auf das Erlebnis hin erstmal. Und wie war es dann im Helikopter zu sein? So die ersten Flüge, die ersten Einsätze? Ja, das war extrem spannend natürlich. Das ist ganz klar, wenn man, ja, hat ja doch auch, sage ich mal, da schon einfach viele Situationen, wo es spitz auf Knopf geht, wo zum einen alpine Gefahren außenrum sind, wenn man da in den Einsatz geht. Man riskiert ja da dann auch ein Stück weit immer wieder auch was, auch wenn man versucht, das im Team vorher alles irgendwie das Risiko zu minimieren. Aber dann kann mich da schon auch an Situationen erinnern, wo ich aus dem Hubschrauber ausgestiegen bin, angestützt ausgestiegen, dem Patienten da zu helfen. Und dann, ja, es sind da Steinschlagsituationen oder das Gewitter zieht doch nicht so ab, wie man es vorher im Radarbild beobachtet hat. Und dann steht man mittendrin statt nur dabei. Das heißt also, ich habe da schon auch großen Respekt insgesamt nach wie vor, ganz klar. Aber sicher, man ist ja da in seiner Funktion als Notarzt, als Crew, man versucht einfach für den Patienten das Maximum rauszuholen. Andererseits ist natürlich der Eigenschutz schon auch im Vordergrund und es lässt sich nicht immer ganz scharf trennen und lässt sich nicht hundertprozentig sicher vorher einschätzen, wie ist es jetzt so, ist es jetzt safe, ist es nicht safe. Und andererseits wollen wir natürlich auch helfen, sonst würden wir das Ganze gar nicht machen, sodass man schon versuchen, das wirklich, wirklich zu minimieren, dieses Risiko. Aber man kommt nach wie vor auch in Situationen und denkt, puh, das haben wir jetzt aber knapp eingeschätzt. Eben, ja. Es gibt ja immer wenn irgendwo wieder Einsätze waren, wo dann irgendwelche Leute meinen, dass das jetzt nicht, dass das fahrlässig war oder was, dann kommt ja oft auch dieser Satz von wegen, die bringen die Retter in Gefahr, wenn sie jetzt irgendwie fahrlässig mit Flipflops oder so unterwegs sind. Siehst du das so? Das eine ist so meine private Meinung, die ich dazu haben kann. Das ist ganz klar, aber in der Rettungssituation ist es nicht mein Job, darüber zu urteilen, wieso, weshalb, warum das Ganze jetzt so ist, sondern da ist mein Auftrag oder unser Auftrag als Crew, dem Patienten zu helfen und den aus dieser misslichen Lage zu bringen. Also wir sind hier nicht irgendwie der Richter, sondern wir sind einfach ganz klar hier für die Rettung engagiert. Das dann zu bewerten, ist nicht unser Thema, sondern unser Thema ist wirklich die Rettung, um dem Patienten da bestmöglich zu helfen. Aber so wie ich das jetzt gerade eben rausgehört habe, ist es schon so, dass ihr schon in eine gewisse Gefahr geraten könnt. Das können wir und das geraten wir auch, wenn auch jetzt nicht häufig zum Glück. Also zu häufig darf man es nicht machen, weil wenn wir jetzt zu häufig, sage ich mal, irgendwie über das Limit rausgehen, dann wird eventuell uns auch tatsächlich was passieren. Und ich habe auch da als Helfer schon zwei, dreimal einfach Situationen erlebt, wo ich sage, oh, da haben wir jetzt alle miteinander Glück gehabt. Und das gilt es wirklich zu minimieren und zu versuchen, das möglichst gut einzuschätzen. Auch mit diesem ganzen, aus dem Helfen raus, wird man da natürlich ein Stück weit auch blind, weil man hat den Patient,
der schreit, dem geht's nicht gut. Und da muss man sich wirklich zusammenreißen, dass man versucht, diese Situation möglichst gut einzuschätzen und dann auch in diesem Notfallort natürlich nur so kurz wie möglich zu verweilen, wenn es da gefährlich ist, um einfach da selber dann nicht zu Schaden zu kommen. Aber nochmal vorneweg, in der Situation wird es nie geben, dass wir das Ganze bewerten, dass, auch wenn das Ganze jetzt einfach fahrlässig passiert ist, auch uns selber, uns als Bergsteigern kann das passieren, dann möchte ich auch nicht, dass der Retter das bewertet, sondern dann möchte ich einfach, dass mir geholfen wird. Nochmal ganz kurz zu deinen Anfangszeiten beim Helikopter als Notarzt. Also ich nehme mal an, dass man da nicht ganz leicht reinkommt, oder? Wie ist das so die Situation, um da reinzukommen? Das Reinkommen hat damals im Prinzip halt einfach auf Empfehlung auch funktioniert. Das heißt, ich habe ja vorher schon gesagt, von mir waren irgendwie Oberärzte-Kollegen da schon langjährig am Hubschrauber. Und die, wenn da Plätze wieder frei werden, manche, ja, das rotieren ja auch Kollegen dann wieder raus, weil sie sagen, na, mit Familie mache ich das jetzt nicht mehr, weil es mir zu gefährlich ist oder altersbedingt auch das Schicksal werde ich irgendwann demnächst erleiden, dass ich sage, okay, da sollen jetzt einfach junge, starke hin, die einfach da dann mittlerweile fitter sind. Ja, und dann wird dann Platz frei und dann geht es aber schon eher, sag ich mal, auf Empfehlung ab. Und da hatte ich natürlich irgendwie gute Fürsprecher und war da auch sehr dankbar, dass ich dann da selber da so reingekommen bin. Aber bist du dann, also kommt man dann direkt am Heimatort rein oder nimmt man das, wo man halt reinkommt? Ja, man möchte jetzt auch nicht überall, sag ich mal, es gibt gewisse Gegebenheiten, so bei uns in Bayern oder in Deutschland ist es eher so, dass einfach die Hubschrauber im Prinzip aus der Klinik raus besetzt werden. Das heißt, der Hubschrauber ist an der Klinik stationiert und die Klinik stellt das Personal. Und wenn man da nicht arbeitet, kommt man auch nicht rein. Und bei uns hier im Grenzbereich, einfach in Tirol, gibt es wahnsinnig viele Hubschrauber, wo im Prinzip einfach viele Notärzte auch gebraucht werden. Und dann schaut man halt, dass man zu einem Betreiber da irgendwie reinkommt, wo man einfach schon Leute kennt, wo man weiß, okay, das ist eine gute Firma. Dann ist es auch noch eine Frage dessen, ich will nicht erst stundenlang mit dem Auto rumfahren, um an irgendeinen Stützpunkt zu gelangen, sondern es sollte irgendwie auch gut erreichbar sein. Genau, so ist es dann ausgelaufen. Und wie oft bist du jetzt am Stützpunkt? Wie viel Zeit geht da rein? Ja, jetzt mittlerweile sind es bei mir irgendwie maximal 2 Tage im Monat, wo ich da unterwegs bin. Dann gibt es auch Monate, wo ich da gar nicht zum Fliegen komme, weil ich einfach als Bergführer wieder so unterwegs bin und habe nebenzu meinen Anästhesie-Job auch noch. Von daher muss ich irgendwie immer schauen, dass sich das alles irgendwie unter einen Hut bringen lässt. Aber so 2 Tage im Monat versuche ich schon, da am Stützpunkt zu sein. Wie ist es bei den anderen Notärzten oder Crewmitgliedern? Sind die auch alle nur so wenig da? Oder? Also es muss ja ein riesiges Team dann sein. Na, im Prinzip die Piloten machen immer eine Woche durchgehend Dienst und die Flugretter sind auch mehrere Tage da. Da gibt es jetzt auch nicht so wahnsinnig viele. Aber bei den Notärzten ist es ganz unterschiedlich. Die einen sind jung und ungebunden und frei. Die machen dann halt einfach so wie ich früher auch 6-8 Dienste. Und andere machen so wie ich mit 2 Diensten. Es ist natürlich auch wichtig, dass man eine gewisse Einsatzroutine noch behält. Also alle halbe Jahr mal irgendwie dann noch auf den Hubschrauber steigen, macht jetzt in meinen Augen nicht so arg viel Sinn, sondern da sollte man schon regelmäßig mit dabei sein, um einfach die Abläufe da gut drauf zu haben, dass das alles gut funktioniert. Also es ist eher so, dass jeder genau die Abläufe einfach gut drin hat und eigentlich jedes Teammitglied mit jedem gut arbeiten kann? Oder gibt es da schon so bestimmte Kernteam oder Teams, die sich so rausarbeiten, die besonders gut zusammenarbeiten oder für die ganz kniffligen Fälle dann zusammengezogen werden? Na, ich meine, die Mannschaft, die Dienst hat, die hat Dienst gemeinsam und wir sind ja da eine Dreier-Crew und da würde ich sagen, funktioniert das in aller Regel einfach schon super gut. Wir sind ja jetzt zum einen natürlich professionell Crewmitglieder, aber zum anderen bei mir über die Jahre sind einfach auch super Freundschaften entstanden. Weil es ist durch dick und dünn gegangen. So insgesamt würde ich sagen, funktioniert das sehr gut und man macht ja diesen Job auch genau deswegen, weil man das Arbeiten in so einem kleinen Team einfach auch gern hat. Das heißt, jeder ist auf den anderen angewiesen und dann funktioniert das auch. Was war so dick, wo ihr so durchgegangen seid zum Beispiel? Ja, das geht in der Flugrettung ganz schnell mal irgendwie. Wir sind auf Sichtflugbedingungen angewiesen und das ist wieder so das Thema. Dann ist Notfälle, auch irgendwie schlimme Notfälle passieren jetzt nicht nur beim schönen Wetter, sondern einfach auch bei schlechtem Wetter. Und dann fliegt man da an die Nebelgrenze hin und her und dann geht es ganz schnell mal, dass einfach da irgendwie noch eine Wolkenbank reinzieht und alle schauen irgendwie raus und schauen, dass man nirgends ansteht, dass man nicht im Nebel gefangen ist. Aber der Grat ist da ziemlich schmal. Und von daher, also der Pilot ist natürlich derjenige, der ist
das Zünglein an der Waage ist, der entscheidet, was ist zu gefährlich, was geht noch. Aber man kommt zwangsläufig mal in Situationen, wo es auch spannend werden kann. Ne? Das ist ganz klar, wo man dann unten natürlich jeden Einsatz dann auch wieder reflektiert und man sagt, huh, zum Glück ist das jetzt irgendwie alles so glimpflich gewesen und da war wieder das Loch in der Wolkendecke, wo wir dann da gut rausgekommen sind. Aber nochmal vorneweg, also im Prinzip sind wir alle keine irgendwie Hasardeure, die irgendwie das Risiko suchen, sondern wir versuchen einfach das schon bestmöglich einzuschätzen im Einsatz, irgendwie, dass das alles irgendwie einfach sicher ausgeht und dass das dann auch passt, weil es hat ja auch kein Patient was davon, wenn wir abstürzen. Das soll schon einfach gut funktionieren und ohne allzu großes Risiko. Mhm. Kommt es vor, dass Rettungshubschrauber verunfallen? Das hat es in der Historie immer wieder gegeben, ganz klar. Und jetzt so die letzten, keine Ahnung, 10 Jahre oder so? Also ich habe davon noch nie was gehört. Es ist jetzt zum Glück kein so häufiges Ereignis, aber es gibt immer wieder die Situation, dass auch Crews einfach abstürzen mit zum Teil sehr fatalen Folgen. Ja. Jetzt habt ihr die Gefahr für euch selber natürlich immer mit dabei, aber ihr werdet ja wahrscheinlich schon auch jetzt nicht nur Einsätze haben an der Skipiste, wo irgendjemand gegen irgendeinen Pfahl gefahren ist. Werdet ihr da irgendwie drauf vorbereitet oder habt ihr eine Möglichkeit für besonders tragische Fälle Hilfe zu bekommen oder ein Gespräch oder so? Oder ist das alles in der Crew einfach? Also primär läuft es schon in der Crew mit einem Debriefing nach belastenden Einsätzen, die immer wieder kommen. Das machen wir viel unter uns aus, aber es gäbe im Prinzip schon, ja, also wenn es jetzt wirklich ein ganz krasser Einsatz ist, der einen da irgendwie nicht mehr loslässt, gäbe es da ja schon die Möglichkeit, dass man sagt, dass man sich da psychologische Unterstützung dazu holt. Aber das ist jetzt nicht vom Betreiber irgendwie vorgesehen. Da muss man schon selber auch schauen. Man ist viel im Austausch mit Kollegen, wenn irgendwie da einfach ganz belastende Einsätze war, unterhält sich mit denen über so Einsätze dann auch. Und ja, mir ist es da insbesondere dann auch wichtig, wenn es so kritische Situationen sind, wenn zum Beispiel einfach auch Kinder beteiligt sind. Das geht uns allen nach wie vor sehr, sehr nahe, dass man solche Situationen einfach danach bespricht, auch mit Kolleginnen und Kollegen, um da einfach für sich selber auch nochmal irgendwie so die Bestätigung zu kriegen, dass man hoffentlich einfach, ja, einfach das maximal Gute für den Patienten dann da rausgeholt hat. Dass einem da dann nicht irgendwie so ein fader Beigeschmack bleibt, aber hätte ich nicht das irgendwie anders, besser noch so machen können. Also bei mir läuft da viel über Kommunikation, einfach mit Kollegen sowas auch nachzubesprechen. Also bei dir ist es vor allem so die Angst, dass du hättest mehr tun können. Das ist gar nicht mal die Angst, das ist vielleicht bei mir auch so ein Thema, dass ich da, glaube ich, schon ziemlich kopfgesteuert bin. Also, und würde ich das dann nicht so reflektieren für mich, irgendwie, glaube ich, wäre es auch irgendwie komisch, weil wenn man irgendwie so für sich selbst herrlich unterwegs ist, fühle ich bin der Größte, Schönste und Beste. Es ist nicht mein Ansatz dann, sondern ich möchte aus diesen Situationen dann für mich auch nochmal ein Stück weit irgendwie was lernen können, wo ich sage, okay, wenn Nuancen nicht gut gelaufen sind, dann will ich die beim nächsten Mal besser machen. Ne? Hast du für dich da irgendwie so eine Methode entwickelt, um mit solchen Fällen besser umzugehen? Na, da gibt es für mich keine Methode. Wie gesagt, das sind viel die Gespräche mit Kolleginnen und Kollegen dann über so belastende Einsätze, wo man dann von denen auch mal noch ein Feedback kriegt, die dann sagen, boah, blöder Einsatz, den möchte ich mit dir nicht tauschen, da würde ich selber nicht gern dabei gewesen sein. Das geht dann ja über so gute Gespräche und auch dann über die Zeit, dass man diese Bilder dann auch wieder aus dem Kopf kriegt. Was wir in der Crew so auch machen, dass wir, wenn es irgendwie geht, einfach gemeinsam dann abends einfach nach Einsatzende noch so ein bisschen beim Sport unterwegs sind. Das heißt im Winter, dass man irgendwie noch irgendwie auf Skitour unterwegs ist oder abends irgendwie dann noch zum Klettern geht oder was auch immer, um einfach so einen Tag irgendwie dann auch noch irgendwie abzurunden und da einfach so Sachen dann einfach abzuschließen. Gab es irgendwann mal so diesen Moment, wo du dachtest so, jetzt reicht's, das will ich nicht nochmal, ich höre auf? Ja, also das habe ich jetzt nicht oft gehabt, aber ich mag mich da schon irgendwie an den Dienst erinnern, wo ich, also es war jetzt gar nicht beim Hubschrauber, sondern es war so beim Notarztfahren. Daheim, da war irgendwie, war es ziemlich viel spitz auf Knopf, es ging die ganze Nacht rund und dann waren da auch Kinder beteiligt und dann hinten nach ging es gleich wieder weiter, da hieß es dann irgendwie noch plötzlich irgendwie hier Geburt und da war ich aber für mich eigentlich schon so streichfähig, dass ich im Prinzip eigentlich wäre es gescheiter gewesen, man hätte sich austauschen lassen, es war in der Früh einfach so nicht möglich. Ist alles gut gegangen dann, aber auf der Anfahrt dann zum Geburt, ich bin ja kein Geburtshelfer, Gynäkologe, sondern einfach
Anästhesist, habe da schon viel gesehen und hin und her. Da habe ich schon irgendwie für mich irgendwie so das Stoßgebet gegen Himmel gerichtet. Irgendwie, lieber Herrgott, lass das jetzt gut gehen, sonst höre ich auf. Tatsächlich, es war so, dass in die Wohnung gekommen sind, war das Kind da, es war alles gut und da war ich dann sehr, sehr froh drüber. Jetzt hast du vorher schon kurz angedeutet, dass ja für dich irgendwann wahrscheinlich auch die Entscheidung kommen wird, dass du den Notarztjob beim Helikopter vielleicht dann irgendwann auch nicht mehr machst. Ist das für dich leicht? Also kannst du das loslassen? Kannst du den Platz für die Jüngeren ganz einfach räumen? Also noch nicht. Nein, nach wie vor bin ich mit großer Begeisterung dabei und solange meine Knochen das mitmachen, glaube ich, ist das ganz gut, wenn ich da noch mitspiele. Aber es wird irgendwann bestimmt der Punkt kommen, wo ich mir dann denke, irgendwie so, oh, also jetzt wird es aber mühsam, irgendwie mit dem ganzen Einsatzkraffel da irgendwie noch irgendwie 100 Höhenmeter aufsteigen zum Patienten, um da dann helfen zu können. Wenn ich das nicht mehr gut ablaufe, dann glaube ich, ist der Punkt einfach wirklich gekommen, zu sagen, so, jetzt wird es Zeit für einen jüngeren Ersatz da. Ja, jetzt haben wir hier mal so einen kleinen Rundumschlag gemacht durch einige Teile deines Lebens. Es ist irgendwie so, wenn ich mir das so anhöre, du bist Bergführer, du bist Arzt, du bist Notarzt, du bist Ex-Mit-Ausbilder, du bist Vater, du bist Skitourenliebhaber. Machst du auch mal Pause? Ja, das gibt's schon. Also die Auszeiten, wo man sich dann mal so gönnt, die werden natürlich auch wichtig, das ist ganz klar. Man kann nicht immer zu 200-300% Vollgas geben. Aber jetzt gerade so, in der Familie sind wir zwar auch im Gebirge unterwegs, aber wenn wir dann mal Urlaub machen, dann gibt es durchaus Situationen, wo ja, da wir auch nicht im Gebirge unterwegs sind, sondern wir haben jetzt für die Familie so das Wellenreiten über die letzten Jahre mal entdeckt. Und das ist zwar dann körperlich vielleicht auch ein bisschen anstrengend, aber es ist dann doch eine Auszeit vom Gebirge. Und ja, wenn man dann mal 2-3 Wochen gemeinsam nur mit der Familie für sich Zeit hat, dann sind das ganz, ganz gute Momente, um ja, einfach als Familie auch irgendwie noch besser zusammenzuwachsen und einfach so mal durchzuschnaufen, damit man dann mit voller Energie wieder an die Aufgaben des Alltags dann einfach dann hinschmecken kann. Was würdest du gerne noch lernen? Das ist eine ganz gute Frage. Also es gibt so Sachen, die habe ich im Leben irgendwie angefangen, die sind irgendwie nicht so richtig gut geworden, wie zum Beispiel irgendwie Gitarre spielen. Das habe ich bis zum gewissen Lagerfeuerniveau habe ich es da gebracht. Aber also da könnte ich mir gut vorstellen, dass ich da noch mehr Zeit und Energie irgendwann mal vielleicht reinsetzen könnte. Meine Angelkarriere ist nicht weit über das Schwarzanglers irgendwie hinausgekommen. Das heißt, da hätte ich schon auch wahnsinnig Lust, irgendwie so das Thema Fliegenfischen irgendwann mal noch anzugehen. Ja, das sind so Dinge, die mich schon noch freuen auf alle Fälle. Uli, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke dir. Wie bereits gesagt, ab Ende Februar läuft in der BR-Sendung Bergmenschen eine mehrteilige Reportage über Uli Steiner. Dafür wurde ich vom Fernsehteam bei der Vorbereitung und der Podcastaufnahme begleitet. Die Bilder gibt's jeweils am Donnerstag ab 19 Uhr auf dem Bayerischen Rundfunk oder in der Mediathek. Den Link kopiere ich euch in die Shownotes. Wenn euch der Podcast gefällt, hinterlasst gerne eine Bewertung auf Spotify oder einen Kommentar auf iTunes. So helft ihr anderen dabei, den Podcast noch leichter zu finden. Vielen Dank fürs Zuhören und habt's gut.